dir. Diemann soll mich hier shoppen mit Inga. Natürlich nicht alleine, Leute. Alleine wäre Chaos. Und zwar haben wir ein Zelt gekauft für das Video, was wir heute drehen. Und Leute, wir wollten auch eigentlich mit diesem Zelt in den Wald. Aber draußen regnet es. Und ihr wisst, Regen ist im Moment gefährlich wegen Hochwasser. Ihr wisst ja, was im Moment überall abgeht. Und ja, Leute, also, dieses Video wird sein, wer zuletzt dieses Zelt verlässt, hat gewonnen. Angeblich soll es in 2 Sekunden aufgehen. Ich weiß nicht wie. Wirklich in 2 Sekunden? Das habe ich mir nicht vorgestellt. Oha, das ist so groß wie mein Zimmer. Ich will auch mal reingucken. Nein, ich will weg. Also Leute, wir machen jetzt 2 Minuten für jede Person, um alles zu holen, was die Person braucht. Egg, ready, set, go. Dann ist er wieder hier. Komm ins Messi-Zimmer. Okay, ich bin so. Erstmal Pflaster, Leute, weil ich bin verletzt. Noch 10 Sekunden. Was? Yeah. Ja, aber jetzt. Lippenstift. Ich kann nicht mehr denken. Go Messi, go Messi. Alexa, Timer auf 2 Minuten. So, zuerst brauchen wir ein paar Tüten, weil ihr wisst ja nie. So, einmal, dann ein paar Thermix, weil ich muss ja alle hier rausbringen. Dann geht's auch weiter in die Kitchen. Und so, dann nehmen wir ein paar Snacks. Oh, Tomatoes. Die kann ich echt abwerfen mit. Dann hier, was haben wir so? Habe ich denn was West Waved oder so? Oh mein Gott, ich nehme Zwiebeln mit. Ich habe keine Zwiebeln. Egal, ich habe eine Kenobi. Das reicht auch aus. Komm, komm. Messi, Zimmer. Wenn ich dir was zu snacken, ist es ihr Ernst, Alter. Also, Leute, ich habe mir Telix mitgenommen. Damit kann ich echt ein bisschen, ihr wisst Bescheid, machen. Ich habe euch eine Überraschungstüte. Nur ich weiß, was da drin ist, ihr nicht. Oh Gott, doch, ich weiß, was da drin ist. Woher weißt du das? ich schwöre, wenn du eine Sache benutzt hast, bist du dran, Alter. Dein Ernst? So, dann habe ich eine Tomate, die ist sehr spritzig, damit ich auf Egg schmeiße, damit ich eine vergammelte Knoblauchzehe. Dann habe ich ein geheimes Essen. Ein Kuchen. Den wollte ich essen heute. Den habe ich gebacken, den esse ich auch. Dann ein Glas Milch. Das ist von heute Mittag. Alina, ich habe mir das Glas Milch vorhin eingeschenkt, ja? Mein Gesichtsrasierer. Ja, genau, dann kann man Eggs abschneiden. Ein paar Stufen reinmachen. Ich habe damit meine Augenbrauen abrasiert. Ja, das ist mir egal. Eine Sprühflasche für meine Pflanzen. Eck, das ist halt dein Kacke. Oh, ich habe einen Pickup. Wow. Cola. Nochmal Cola. Eine Packung Capri-Sonne. Sonnencreme, ihr wisst aber nicht für was. Versorgung, falls Tina mich verletzt mit ihrem Verhalten. Das stimmt nicht, Leute. Die hat eine Verletzung am Fuß von ihren kaputten Schuhen. Mein Kamm. Das ist mein Kamm. Ich möchte nicht, dass du meine Sachen... Das ist mein Kamm. Oh! ich will nur kurz sagen, ja, das Wasser, was ich drauf gesprüht habe, ist seit 3 Wochen einfach in dieser Flasche. Ja, und du frisst es gerade, was auf deinem Pickup war. Gönnen wir uns jetzt erstmal ein Stückchen Kuchen. Du willst es essen. Oh nein! Nein, Sam, das machst du jetzt nicht. Oh Gott! Oh Gott, nein. Knoblauch ist so eklig. Warum isst du? Da bist du nicht okay. Oh Gott. Oh, nee. Digga, was ist denn mit Knoblauchluft, Alter? In dem Luftballon. Frau Nachschlag. Alles. Digga, bist du krank? Boah, ich hab so Bauchschmerzen mit einmal. Wenn du mir zu nahe kommst, ich pups auf dich. Okay. Was? Lass die Spiele beginnen. Bist du krank? Leute, wie sehe ich aus? Ich wollte nur Herpescreme holen gehen. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Was machst du mit meinem Make-up? Oh Gott, du bist voll verschmiert. Echt jetzt? Oh Gott, ich bin verschmiert. Wir machen jetzt eine Challenge. Und zwar haben wir 2 Gegenstände rausgesucht, die gut sind für den einen und schlecht für den anderen. Und zwar machen wir das so, dass wir Schnick-Schnack spielen und der Gewinner darf sich eins davon aussuchen. Wähle weise. Eck, Rücken an Rücken jetzt. Schnick, Schnack, Schnuck. Ich hab gewonnen, Leute. Ich nehme die Schere. Oh, nee. Als ob der Rasierer nicht schon reicht. Nein, der ist zu klein. Kurzhaarschnitt. Nerv mich nicht, Alter. Kurzer Frisur. Ich will keinen Bob. Nee. Mittelhaarschnitt, Damen. Was ist denn Mittelhaarschnitt? Was? Schnapp. Schnapp. Was ist los? Nichts.
Was ist angespuckt? Ich bin so bescheuert, finde ich eklig. Was ist passiert? Ich kann, ich hab... Sag, was passiert? Sag schon. Oh Gott, du bist so verschmiert. Hier. Runde Nummer 2. Es gibt wieder zwei verschiedene Gegenstände, zwei verschiedene Optionen. Einmal eine Zwiebel und einmal ein Glas Wasser. Eck, bist du bereit? Schnick, Schnack, Schnuck. Oh, I am the one who need a gun. Ich möchte dieses Glas Wasser. Ich habe euch das noch gar nicht gezeigt, Leute, oder erzählt. Ich habe mein Zeugnis bekommen. Ich komme selbst gar nicht drauf klar. Die Madame hier, ich habe einen Schnitt von 2,1 und einen Lob erhalten. Leute, ich habe euch doch mal AES erzählt, wo ich gesagt habe, ey, ich habe safe 4 drin, gell? Ratet mal. Eine 2, Leute. Was? Oder Leute, wisst ihr, was ich auch nicht verstehe? Im Verhalten und Mitarbeit habe ich sehr gut, also eine 1. Ein Jahr weiter, einen guten Schnitt, ein Lob, hallo. Und ich war dieses Jahr Klassensprecherin, also dieses Jahr ging nicht besser. Hoffentlich nächstes Jahr bin ich auch Klassensprecherin, weil ganz ehrlich, hat gebockt, Leute. Ich konnte aus Unterricht raus, in SMV-Sitzung, war perfekt. Ja, darauf erstmal ein Schluck Wasser. Wir haben noch mal eine geheimnisvolle Kiste. Ihr seht zuerst, was drin ist. Genau, Leute. Macht sie was aus, dass ich meine Ohren putze? Hä? Nicht in den Gehörgang? Das sind nur meine Ohren. Komm bei dir so wenig. Was gegen was hat dir das jetzt gebracht? Hast du was dagegen, wenn ich mich hier rasiere? Ja. Was hat dir das jetzt gebracht, Junge? Blau. Dry Skin, Bottle Together, 4 Euro gekostet. Schau, was hat das jetzt gebracht, Alter? Mein Gott, nervt mich voll. Ach, so wenig. Mann, Celina, das ist meine einzige Hose, die ich habe, Alter. Das war ihr ekliger Pflaster. Ein Blutpflaster. Alina, geh nicht an mein Blut, wenn du das eklig. Oh. Nein. Auf jeden Fall. Im Moment ist es halt so, dass sie jetzt Ferien haben. Was soll ich machen in den Ferien? Überall ist Hochwasser oder irgendwie eine andere Krankheit und man kommt hier rein wegen Cory. In Urlaub, also in andere Länder, fahre ich nicht. In andere Städte hilft es wahrscheinlich auch nicht. Oh shit, das ist ja gar kein Bodycream. Das ist Duschcreme. Ach, kein Problem. Mach mal bitte kurz diese Stoppel weg. Well, egg. Pass mein Rasierer nicht an, Mann. Ich krieg ein Capri dann. Ja, okay. Hat dich verarscht. Meine Nerven sind komplett am Ende. Ich habe, Leute, ganz kurz, ich habe vor 2 Tagen mein Gesicht rasiert, damit ich keine Haare in meinem Gesicht habe. Dann kommt eine Celina aus der Ecke und wirft ihre Gesichts-, also Beinhaare in mein Gesicht, Alter. Jetzt habe ich doch Haare in meinem Gesicht. Mein Make-up ist verschmiert. Ich wollte halt noch raus, aber auch nicht mehr. Dankeschön. Zu meiner Verteidigung. Nein, du hast kein Rederecht. Du hast kein Rederecht. Oh Gott, Leute, ich muss mir vorstellen, so kurz so streitet Alina auf der Straße. Nein. Du hast kein Rederecht. Du hast. Leute, meine Lippe brennt. Ey, hier, Leute, ich hab so fett. Geh, Edeka, komm. Kann so gehen, mir juckt. Red doch einfach raus. Geh. Kann ich mehr. Runde Nummer 3. Der Gewinner bekommt eine Zwiebel. Der Verlierer bekommt gar nichts aus seinem Mund. Von dem Verlierer. Schnick, Schnack, Schnuck. Hab gewonnen. Jetzt schämen wir mal die Zwiebel. Geh weg mit Alina, bist du... Schon noch einmal spritze ich nass. Ich hab das Ding weg von dem Scheißzelt. Das meine ich so ernst. Mann, probier's. Versuch nee, kann man. Oh Gott. Da war so richtig Knob. Oh Gott. Da war so... Da war so richtig Knob besser. Oh Gottes Willen, Leute. Boah, riechst du's? Oh mein Gott, meine Augen brennen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hallo, mein Name ist Alina. Ich habe eine Frage. Habt ihr auch Herpescreme da? Also in Kaufland? No, I'm thinking about it. And it's so nice. And I say that this and now. Die Pflasterchen, die gibt's bei euch, and ja? I've got it the same. But there is no medicine. Okay, ich wollte nur allgemeiner fragen. Username. Okay. Okay, danke. Hör auf zu atmen, Alter! Ich kann. Mann, hör auf! Dann Junge, geh doch du raus stinkst voll, passen. Junge! Ich hab keinen Bock mehr auf dich! Nimm mir Cola und geh, Alter! Boah. Was hab ich denn am Anfang gesagt? Ich bleibe hier, Inga, by the way. Boah, Leute, ja, yeah, also. Die nächsten Tage werde ich diesen Mund hier auf jeden Fall behalten.